Denn es sind nicht nur Jüdinnen und Juden, die unter diesem politischen Islam leiden, sondern es sind auch Christen und Homosexuelle. Und es sind nicht zuletzt auch liberale Muslime, die einfach in Frieden und Freiheit in Deutschland leben wollen. So wie Seyran Ateş, eine starke und mutige Frau, die in Berlin eine einzigartige liberale Moschee gegründet hat. Diese ist jetzt geschlossen, weil die Sicherheit nicht mehr gewährleistet werden kann. Und daran sieht man, es ist ein Angriff auf unsere freiheitliche Gesellschaft und auf alle, die diese freiheitliche Gesellschaft sehen und dazu stehen.